Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus, da bin ich wieder, euer Modellbauhandwerker. Ich grüße euch, Servus und Hallo. Heute geht's ums Farbenmischen, wie ihr es im Titel schon gesehen habt. Allerdings nicht ums Farbenmischen, um sie mit der Airbrush nutzen zu können. Vielleicht auch, ja, aber primär soll es erstmal darum gehen, zwei verschiedene Farben miteinander zu mischen, und zwar mit Hilfe der Revell-Anleitung. In diversen Anleitungen von Revell wird darauf eingegangen, beziehungsweise ist das nötig, beziehungsweise bei verschiedenen Bausätzen ist es nötig, verschiedene Farben zu mischen. Ja, schwieriger Satz, aber wir kriegen es noch irgendwie hin. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel, paar Beispiele rausgesucht. Das ist jetzt, glaube ich, der Mustang hier, ja, der Shelby GT500. Da haben wir beispielsweise Schwarz-Seidenmatt und Dunkelgrau-Seidenmatt mit 50% zu 50% zu mischen. Ob man das wirklich machen muss oder ob man eine Alternativfarbe nehmen kann, da soll es jetzt überhaupt gar nicht drum gehen. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wie mischen wir solche Farben. Wir haben hier ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Corvette C7R von Revell. Da haben wir 90% gelb glänzend und 10% Lufthansa gelb seidenmatt. Also 90 zu 10. Ich mach mit euch jetzt hier auch keinen Mathekurs, wie man das jetzt genau ausrechnet und so. Gebt einfach bei Google mal Dreisatz ein, lest euch da ein bisschen ein. Es ist nicht so schwer. Das kriegt auch ein schlechter Mathematiker hin, also mit ein bisschen Übung. Fuchst euch da rein. Es gibt immer wieder verschiedene Prozentangaben. Hier haben wir 95 zu 5. Ja, also alles Mögliche ist vertreten. Ein bisschen Dreisatz und das ist überhaupt gar kein Thema. Ein bisschen komplizierter und dieses Video wichtiger damit. Also hier wird es ein bisschen komplizierter und damit wird dieses Video auch wichtiger. Meine Güte, diese Sätze heute, die wollen einfach nicht raus. Hier haben wir 70, 20, 10 und wir haben nämlich drei Farben zu mischen. Ultramarinblau, schwarz glänzend und Eisenmetallic. Jetzt soll es nicht darum gehen, wie wir diese drei Farben mischen, sondern ich möchte euch einmal aufzeigen, welchen Fehler ihr machen könnt beim Mischen der Farben. Ich habe euch da schon mal was vorbereitet und zwar ein paar Sachen rausgesucht, die ich dafür nutzen möchte. Hier einmal gelb glänzend und Feuerrot, Entschuldigung. Das sind die zwei Farben, mit denen ich hier dieses Experiment durchführen möchte, um euch das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, damit eure Mischergebnisse in Zukunft noch besser werden und reproduzierbar bleiben. Reproduzierbar finde ich übrigens ein sehr geiles Wort. Was brauchen wir noch für unseren kleinen Versuch? Ich nehme mal hier so drei Schnapsgläser. Nicht, weil es schon wieder Zeit ist für einen Schnaps, sondern weil wir die einfach gleich zum Mischen nutzen. Wir brauchen einen Pinsel, wir brauchen ein Umrührgerät, wir brauchen ein Stück Plastik, auf dem wir gleich unsere Probe malen. Wir nehmen ein wenig Aquacolor Mix, weil wir ja hier mit den Aquacolors arbeiten, eine Pipette für Aquacolor Mix zu entnehmen. Und jetzt werden bestimmt einige wieder lächeln. Wir werden wieder Farbe wiegen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir wiegen Farbe. Einige finden es lustig, ich auch. Also, wir fangen erstmal an. Warum habe ich die zwei Farben rausgesucht? Ich habe sie nicht weiter präpariert. Also, nicht ganz richtig. Das Gelb glänzend habe ich irgendwann vor geraumer Zeit einmal verdünnt, damit ich es mit der Airbrush nutzen kann. Das ist also schöne Konsistenz wie Milch. Kondensmilch nicht, es ist eher ein bisschen flüssiger, so 1,5% Fett, ne? Weil ich bin dick genug, ich muss da ein bisschen auf meine Linie achten. So dass wir hier also eine schöne, dünnflüssige Gelb haben. Und dazu habe ich mir das Rot ausgesucht. Das Rot habe ich vor diesem Video neu geöffnet. Das ist eine ganz neue Farbe. Man sieht das vielleicht am Deckel, der ist wenig verschmiert und so. Hab die schon mal aufgerührt und hab gesagt, ja, genau das ist die Konsistenz, wie wir sie für unseren Versuch hier nutzen können. Warum ist sie das? Weil sie nicht airbrushfähig ist. Also vielleicht schon mit genug Druck und wenn die Düse groß genug ist und wenn man nicht so viel Wert auf das Ergebnis legt, dann kann man die auch mit der Airbrush nutzen.
Aber sie ist halt schon so ein bisschen, ich sag mal, wie warmer Honig. Ja, so ein bisschen zähflüssiger. Jetzt mischen wir uns einmal eine Mischung und weil es einfach ist, machen wir 50-50. Also 50% von der einen und 50% von der anderen Farbe. Das ist relativ uninteressant für euch. Ich lasse das deswegen mal im Schnelldurchlauf vorlaufen. Und sind jetzt genau bei 1 Gramm. Ich wische das Rührstäbchen extra wieder ab, damit wir keine weitere Farbe mehr zu der Mischung hinzufügen. Und wir rühren das einfach mal um. Schön so lange verrühren, bis die ganzen Streifen draußen sind, bis wir eine homogene Flüssigkeit haben. Und das soll hier auch schon reichen. Zack, zack. So, wir hatten jetzt 0,5 Gramm Rot und 0,5 Gramm Gelb und werden jetzt einmal eine kleine Probe auf unser Plastikstück hier schmieren. Einfach mal so ein bisschen drauf. Das muss jetzt nicht streifenfrei sein oder sonst irgendwas. Einfach mal drauf. Natürlich wäre es schön, wenn das Plastik nicht so wild rausgucken würde. So, haben wir ein schönes. Ist das orange? Weiß ich nicht. 50-50, gelb und gelb. Ach, gelb und gelb. Jo, gelb und gelb gibt gelb. Also 50-50, gelb und rot. Manchmal hat man so einen Knoten in der Zunge und im Denkgebälk. Da brauchen wir 2 Minuten Pause. So, wir haben unser Orange, was wir eben angemischt haben. Jetzt machen wir das ähnlich, aber wir bringen zuerst die Farben auf die gleiche Konsistenz. Das heißt, wir verdünnen uns das Rot etwas, damit wir das auch airbrushfähig haben. Dafür machen wir uns ein bisschen Rot hier rein. Jetzt bräuchte ich natürlich eine fünfte Hand, das wäre cool. Machen uns da ein bisschen Aquacolor Mix dazu. Rühren das Ganze schön durch. Dass wir auch hier eine schöne milchige Konsistenz haben. Das passt. Und dann nehmen wir uns wieder von unseren beiden Farben jeweils 50-50, also 50% zu 50%, Hälfte-Hälfte könnte man auch sagen, ne? 0,5 Gramm mache ich jetzt halt, weil es halt, jo, einfach ist. Also auch hier jetzt die Mischung 50-50, halb und halb. Wir rühren wieder rum. Und ich versuche auch hier wirklich alles miteinander zu verrühren, auch wenn was am Rand hängt, einfarbig irgendwie. Wir nehmen uns unseren ausgewaschenen Pinsel und malen auf unserer Vergleichsfläche einfach nebendran.
Man sieht auch anhand des Farbverlaufs, dass wir wirklich etwa die gleiche Konsistenz haben. Vielleicht ein bisschen ist das Neue jetzt ein bisschen flüssiger, weil wir die Rot ja auch verdünnt haben. Und wir sehen auf jeden Fall, dass wir einen Farbunterschied haben. Und das ist nämlich das Interessante, weil wir dadurch, dass die Farbe dickflüssiger ist, nehmen wir uns beim Mischen mehr Pigmente mit in den Mischbehälter. Das heißt, wir haben zwar ein Mischverhältnis, was gewichtsmäßig oder volumenmäßig, je nachdem wie ihr mischt, zwar 50-50 ist, aber pigmentmäßig eben nicht. Wirklich pigmentmäßig ist es nach dieser Methode auch nicht. Dafür müsste man wirklich dann wissen, wie viel Pigmente sind drinne und. Also das müsste man dann wissenschaftlich angehen. Da können wir, glaube ich, hier drauf wieder verzichten. Da können wir, glaube ich, hier drauf verzichten, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass irgendeiner um die Ecke kommt und wieder irgendwas weiß. Ich möchte mit diesem Video euch nur darauf hinweisen, wenn ihr zwei Farben miteinander mischen müsst, für irgendeinen Bausatz, für irgendein Vorhaben, für etwas, das ihr machen wollt, machen müsst, wie auch immer, bringt euch die Farben bitte zuerst auf eine gleiche Konsistenz. Wenn ihr eine gleiche Konsistenz habt, könnt ihr auch später diese Farbe nahezu identisch wieder nachmischen. Also ihr habt meinetwegen ein festes Mischverhältnis, 50-50 oder 90 zu 10 oder 3 zu 1 oder was auch immer. Ihr habt irgendein Mischverhältnis, was ihr irgendwann mal angenommen habt. Und wenn die Farben die gleiche Konsistenz haben, dann kriegt man die Farbe so oder so ähnlich auch wieder gemischt. Haben die Farben unterschiedliche Konsistenzen, dann wird das schwierig, weil man nicht mehr genau weiß, wie ist denn überhaupt das wirkliche Mischverhältnis? Man kann nur hier nach dem Gewicht gehen. Wenn die Gelb jetzt noch ein bisschen offen stehen bleibt, ein bisschen austrocknet, dann wird die wieder dicker. Wenn ich dann 50-50 mache, habe ich wieder ein ganz anderes Ergebnis. Wenn ich die auf die gleiche Konsistenz bringe, habe ich ein reproduzierbares Ergebnis. Das ist das, was ich euch mit diesem Video sagen möchte. Also nicht einfach Anleitung auf, oh, ich muss zwei Farben mischen und wir kippen die zusammen. Macht euch ein bisschen Gedanken, denkt vielleicht zurück an dieses Video, versucht die auf eine gleichmäßige Konsistenz zu bringen, dass beide Farben eine ähnliche Konsistenz haben und ihr könnt, wenn es nötig ist, die Farbe einfacher nachmischen. Schwieriges Video, trockenes Thema, ein bisschen blöd zu erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich halte euch nochmal hier das Ergebnis in die Kamera. Da sieht man es nämlich ziemlich eindeutig, dass wir hier zwei verschiedene Farben haben, obwohl wir immer nur Rot und Gelb mit jeweils 50-50 gemischt haben. Na, das ist eigentlich das. Gut, das war's von hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit und entschuldigt bitte die paar Sprachaussetzer. Ich bin auch nur ein Mensch. Also, bis dahin. Ciao, macht's gut.